Weil Zelte sind einfach nicht wirtschaftlich. Deswegen gehe ich eigentlich am liebsten gleich auf die zwei Familienhäuser. Weil drei Familienhäuser brauchen wir ja zum Glück nicht so viele. Hauptsächlich für den Bauernhof mit der Mühle. Und ja, so wie es aussieht, geben uns die Mayas, die Apotheken Ruhe. So, dadurch, dass ich beide gesagt habe, sie sollen das Haus bauen, geht das auch relativ schnell und zügig von dannen. Danach ist der Werkzeugschreiner dran und dann die Pilzsammlerhütte. Und ja, das elendige Thema mit dem Bogen- und Speermacher. Ich finde es ja schön, dass ihr da jetzt eingezogen seid und so, aber Nahrung kochen wäre auch mal nicht schlecht. Ja, hier ein Holzfäller. Nicht so nah an den Pilzen. Komm, Schuster, du mal. Nahrung kommt ja jetzt einigermaßen rein. Fand kein Gesprächspartner. Wie wär's, wenn du Essen kochst? Du hast immerhin zwei hart arbeitende Kerle, die Futter brauchen. Ja, möchte Essen zubereiten. Sehr schön, zwei Familienhaus ist fertig, das heißt, sie können sich wenigstens ausschlafen. So, was auch meine Bauliste. Eine Pilzsammlerhütte und eine Werkzeugschreinerei sind im Bau. Ja, will? So, baut man erstmal die Werkzeugschreinerei. Oh, sie hat Nahrung dabei. Sie macht Essen. Juhu.
Da geistert wieder irgendjemand rum hier, da. Oh Gott, ein Goldsucher bei meinem Gold. Hoffentlich geht er nicht zu weit rein. So, und du, das ist jetzt Werkzeugschreiner. Damit wir dann drei Familienhäuser bauen können. Ja, wäre halt praktisch, bald Geschirr zu haben. Aber wie man sieht, kann das noch eine Weile in Anspruch nehmen, weil die Leute hungrig sind. Ja, euch beiden wäre ich sehr dankbar, wenn ihr wieder arbeiten würdet. So, da ist jetzt Nahrung. Nehmt sie. Bitte. Ich will mich ja echt nicht beschweren, aber die KI ist manchmal echt träge. Ich meine, jetzt stehen sie beide da rum, direkt vor der Bäckerei. Die Nahrung ist da drin, sie wollen sie aber nicht nehmen. Ich meine, bei beiden steht, wollte kochen und sucht Nahrung, aber nein. Die Nahrung ist ja nicht so wichtig jetzt. Ist ja nicht so, als ob wir alle verhungern könnten. Ja, ich bin sarkastisch gerade ein bisschen. Das ist halt das Problem, wenn man solche Spiele, die man in seiner Kindheit gespielt hat, mal wieder ausgräbt und dann die Nostalgiebrille irgendwann von der Nase rutscht und man doch erkennt, was für Macken die Spiele hatten. Hat sie jetzt einfach die Nahrung da drin gegessen oder was? Ich meine, wir können keine neuen Kinder machen, solange keine Nahrung in den Häusern ist. Und solange die Frauen
sich doof anstellen, kommt auch keine Nahrung in die Häuser. Wir haben halt das Glück, dass unsere Nahrungsproduktion gut anhält. So, Pilzsammlerhütte ist fertig. Das heißt, unsere nächsten beiden Gebäude sind ein Vorratszelt. Wo ist einer meiner Bauarbeiter gerade? Du hast Hunger und benötigst Nahrung. Du stehst nur in der Gegend rum, weil du satt bist und alles. So, du kriegst jetzt den zweiten Farmer. Da wäre ich dir jedenfalls sehr verbunden drüber. Würde gerne kochen. Es gibt noch Nahrung. Du musst sie dir nur holen. Ja. So, ein Vorrat. Ich könnte auch ein Lagerhaus bauen, aber ein Vorratslager reicht da völlig aus. Obst und eine Obstfarm hier da drunter. So. Ach ja, und ein Holzfällerzelt können wir auch gleich einen Auftrag geben. Was wir nicht in Auftrag geben können, ist die Eisenmine. Die Goldmine. Und natürlich das Dreifamilienhaus, aber den Holzfäller. Na komm, wo versteckt sich jetzt der Holzfäller? Ja, passt dann alles hier hin. Und unsere Kaserne passt immer noch hier hin. Gut. Eine Hungersnot bahnt sich an. Das wäre doof. Aber eigentlich sollte mein Bäcker doch damit klarkommen. Du sammelst jetzt mal kein Lehm mehr, sondern töpferst.